sich mit, wie ich finde, verschiedenen sehr interessanten rechtlichen Fragen beschäftigt, unter anderem auch damit, ob das Betäubungsmittelstrafrecht überhaupt wirksam ist gegen Betäubungsmittelkriminalität. Sie sind seit mehr als 10 Jahren am Institut für Strafrecht und Strafprozessrecht der Universität Köln tätig. Habilitiert haben Sie über die verfassungs- und strafrechtliche Legitimität des Betäubungsmittelgesetzes. Sie sind auch als Strafverteidiger tätig und Thibaut Harrer hat es vorhin schon in seinem Beitrag erwähnt, Sie haben in den 90er Jahren die Mitglieder von Event Ray verteidigt, die im Zusammenhang mit dem Berliner Drug-Checking-Programm angeklagt waren, eben wegen unerlaubtem Besitz von Betäubungsmitteln. Sie haben aber auch die Stadt Frankfurt am Main gegen die Bundesrepublik Deutschland vertreten im Verfahren um die Genehmigung des Forschungsprojektes zur Heroinabgabe. Und ich bitte Sie jetzt um Ihren Beitrag über die derzeitigen betäubungsmittelrechtlichen Rahmenbedingungen von Drug-Checking. Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe für Sie eine schlechte Nachricht, was meinen Vortrag anbelangt, und eine gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, dass ich Ihnen zumuten werde, sich ein bisschen auf die rechtlichen Grundlagen des Betäubungsmittelstrafrechts und nicht nur des Strafrechts, sondern des Betäubungsmittelrechts einzulassen. Das ist für Nichtjuristen häufig nicht so eine amüsante Geschichte. Und am Ende werde ich nicht mal die Frage, die im Raum stand, nämlich ob Drug-Checking nun legal sei oder nicht, beantworten können, sondern das Fragezeichen wird stehen bleiben. Die gute Nachricht ist, dass ich aller Voraussicht nach die 30 Minuten gar nicht brauchen werde, die angesetzt sind. Vielleicht noch eine kleine Vorbemerkung. Ich habe Ihnen, Frau Drees, mit Begeisterung zugehört, was ich so alles im drogenstrafrechtlichen Bereich schon mitgemacht habe. Ich habe das zum Teil schon selber vergessen und freue mich deswegen ganz besonders, heute hier zu sein. Freue mich sehr über diese Einladung. Und das ist das erste Mal in meinem Leben als Strafverteidiger, dass ein Fall, an dem ich mitgewirkt habe, in einer PowerPoint-Präsentation nochmal historisch aufgerollt wurde. Das war ein ganz angenehmes Erlebnis. Ich will Ihnen noch ein anderes Erlebnis schildern, was auch mit dem zu tun hat, was Sie gerade geschildert haben. Meine Habilitationsschrift, Titel, das ist dieses dicke Buch, was man schreiben muss, um Professor zu werden. Da ging es um Bürgerautonomie und Drogenkontrolle. Da habe ich Jahre meines Lebens mit beschäftigt, nämlich mit der Frage, ob das Betäubungsmittelstrafrecht, was wir haben, mit den sonst geltenden verfassungsrechtlichen Grundlagen unserer Gesellschaft und der Systematik, wie Strafrecht sonst legitim ist, eigentlich vereinbar ist. Und das Ergebnis war nein. Und ich hatte das Glück, das ergab sich wegen irgendwelchen Verlagsverträgen, dass ich jedem oder fast jedem deutschsprachigen Strafrechtswissenschaftler in der Bundesrepublik und in der Schweiz und in Österreich das zuschicken konnte. Und die Reaktionen, die ich bekommen habe, die waren sehr interessant für den Drogendiskurs in dieser Gesellschaft. Da kamen viele Rückmeldungen etwa der Art, das leuchtet uns alles sehr ein, lieber Herr Nessler, was Sie da geschrieben haben, das ist hochinteressant. Parenthese, aber irgendwie glaube ich immer noch, dass wir sowas brauchen wie das Betäubungsmittelstrafrecht. Gut, also das ist der Einfluss wissenschaftlicher Diskussion auf die Vorurteile, die die Menschen im Umgang mit Drogen haben. Das Betäubungsmittelrecht, wie wir es haben, hat seinen historischen Ursprung im Gewerberecht. Und das bedeutet, dass die Konstruktion so ist, dass es um die Kontrolle von bestimmten Substanzen geht. Und Gewerberecht ist typischerweise Verwaltungsrecht. Das heißt, es ging um Verbote mit Erlaubnisvorbehalt versehen. Das heißt, zunehmend wurden bestimmte Stoffe, die frei auf dem Markt waren, einem Kontrollregime unterstellt. Von der Grundkonstruktion ist, das ist bloß den meisten Leuten gar nicht bekannt, ist aber für unser Thema dann doch einigermaßen wichtig, ist unser Betäubungsmittelrecht in der Bundesrepublik Deutschland noch genauso.
Was sich natürlich geändert hat, ist, dass es praktisch überhaupt keine Erlaubnisse mehr gibt, sondern nur Verbote gibt auf der verwaltungsrechtlichen Ebene. Und die einzige pauschale Ausnahme, die wir im Betäubungsmittelrecht haben, das ist die generelle Erlaubnis für Apotheker, mit Betäubungsmitteln umzugehen. Das hat der Herr ja schon geschildert. Und das Strafrecht sitzt eigentlich nur obendrauf. Das soll also eigentlich nur die Verbote des Verwaltungsrechts absichern. Sie wissen alle, dass die Realität anders ist. Das Strafrecht hat ein gewaltiges Eigenleben angenommen. Aber Sie finden es immer noch in der Formulierung der einzelnen Tatbestände. Da heißt es eben nicht so wie beim Diebstahl, wer eine fremde Sache wegnimmt. Und da steht nicht, wer unerlaubt eine fremde Sache wegnimmt, sondern jeder, der eine fremde Sache wegnimmt. Und beim Handel treiben etwa, da steht eben immer noch drin, wer unbefugt Handel treibt. Also da sehen Sie das noch ein bisschen, aber in der Realität spielt das praktisch überhaupt gar keine Rolle mehr. Das bedeutet nun, dass wir es zu tun haben mit drei Schichten von Recht. Wir haben es zu tun mit dem Recht, auf dem es Erlaubnisse geben kann, die es selten gibt. Und wir haben es zu tun mit der Ebene des Strafrechts, was praktisch jeden Umgang mit Betäubungsmitteln unter Strafe stellt, ganz weit, ganz flächendeckend. Und dazwischen gibt es vielleicht auch noch einen schmalen Bereich dessen, wo es zwar keine Erlaubnis gibt, aber auch das Strafrecht nicht greift. So, was könnte das sein? Das ist der besondere Charme gewesen dieses Strafverfahrens, was hier in Berlin eingeleitet wurde gegen die drei Vorstandsmitglieder von Eve & Rave, was am Ende dazu geführt hat, dass dann die Gerichte die Anklage nicht zugelassen haben, das Strafverfahren eingestellt haben. Was wurde denen nämlich vorgeworfen? Denen wurde vorgeworfen, dass sie sich strafbar gemacht haben wegen des Besitzes, des unbefugten Besitzes von Betäubungsmitteln. Apotheker dürfen das ja auch, dürfen Betäubungsmittel ja befugterweise besitzen. So, und was war der Grund, warum am Ende das Strafverfahren eingestellt wurde? Man muss vielleicht mit einer Randbemerkung sagen, ein Grund war, dass der Richter beim Amtsgericht sich mit dieser Geschichte nicht wirklich beschäftigen wollte. Deswegen hat er einfach mal nicht eröffnet. Der hat den Schriftsatz, den ich gemacht habe, einfach in seinen Beschluss reinkopiert und gesagt, wenn ich nicht eröffne, muss ich mich mit diesem ganzen Kram nicht rumschlagen, der einem da vielleicht droht mit Verteidigern und dann Leuten von Eve & Rave und so. Und dann hat aber das Landgericht das Ganze auch mitgemacht und die Sache auch nicht eröffnet. Und damit war die Strafbarkeit für diese drei Vorstandsmitglieder entfallen. Man muss aber trotzdem im Blick behalten, dass so ein günstiger Ausgang ein Ausgang ist, der mit viel Leid und mit viel Schmerzen und mit vielen Kosten verbunden ist. Denn am Beginn des Strafverfahrens weiß ja niemand, wie am Ende das Strafverfahren ausgehen wird. Das heißt, man muss sich den Verteidiger nehmen. Der Verteidiger möchte auch vielleicht nicht allzu viel, aber doch ein bisschen Geld haben. Das heißt, der Test, ob etwas strafbar ist oder nicht ist oder vielleicht erlaubt ist oder nicht erlaubt ist, im Strafverfahren ist ein außerordentlich unangenehmer Test. Sehr viel angenehmer wäre es, solche Tests etwa im Verwaltungsstreitverfahren zu führen, also einen Antrag zu stellen, dann gucken wir mal, ob der genehmigt wird. Das ist allemal besser, als am Ende des Strafverfahrens dann zu erfahren, war das erlaubt oder nicht erlaubt, weil wenn der Ausgang, der häufig ganz ungewiss ist, so lautet, dass es nicht erlaubt war, dann heißt es eben gleichzeitig auch noch, dass man bestraft werden kann. Und im Strafverfahren setzt der Staat bekanntermaßen alle seine Zwangsmittel ein. Also er durchsucht die Wohnung, er durchsucht die Charité, er beschlagnahmt. Ich weiß, dass mein Mandant damals in dem Strafverfahren das nicht so sehr angenehm fand, von diesem Strafverfahren belastet zu sein. So, was war der sachliche Grund? Der sachliche Grund war ein ganz einfacher. Besitz nach dem Betäubungsmittelstrafrecht setzt voraus, dass man in einem gewissen Umfang den Willen haben muss, weiter über diese Betäubungsmittel zu verfügen. Und jetzt war das ja so organisiert, dass diese Proben in irgendein Postschließfach kamen und dann hat einer der Mitarbeiter das rausgeholt und hat es an die Charité weitergeleitet oder wenn es nachts war, vielleicht sogar bei sich zu Hause erstmal zwischengelagert auf dem Küchentisch. Und das sieht ja erstmal für den normalen Menschen so aus, der hat es halt besessen, der hat sozusagen die Gewalt darüber ausüben können, der hätte ja auch selber konsumieren können oder was auch immer damit machen können. Aber Besitz setzt auch einen subjektiven
Teil voraus und der subjektive Teil besteht eben darin, dass man darüber verfügen will, dass es einem darauf ankommt. Und den Vorstandsmitgliedern kam es ja nur darauf an, die Dinger wieder loszuwerden, nämlich sie auf dem möglichst kürzesten und schnellsten Weg zur Charité zu bringen, damit sie dort getestet und dann vernichtet werden. Und dieser ganz einfachen Argumentation, jemand, der sozusagen der Betäubungsmittel der Vernichtung zuführen will und sie dann in einem bestimmten Zwischenraum zwar tatsächlich besitzt, aber dessen Wille gar nicht darauf gerichtet ist, Verfügungsmacht zu haben, sondern das ist notwendige Zwischenphase auf dem Weg zur Vernichtung, dem hat sich das Amtsgericht angeschlossen, dem hat sich das Landgericht angeschlossen und damit war die Sache sozusagen strafrechtlich vorbei. So, jetzt muss man als Zwischenbemerkung sagen, ich würde nicht einmal die Haut an meinem kleinen Finger darauf verwetten, dass irgendein anderes Amtsgericht und irgendein anderes Landgericht zu einem anderen Zeitpunkt und einem anderen Ort genauso entscheiden würde. Also Sicherheit gibt es da nicht. Gut, so, jetzt könnte man sagen, und ich habe mir nochmal voller Interesse diese Drug-Checking-Fragen und Antworten, was ja auch draußen lag, angesehen. Und da steht also, das Landgericht Berlin hat 1999 ausdrücklich festgestellt, dass das in den 1990er Jahren in Deutschland durchgeführte Drug-Checking-Programm rechtmäßig war und nicht gegen Regelungen des Betäubungsmittelgesetzes verstieß. Das ist ziemlich richtig, aber bei dem rechtmäßig würde ich genauer sein. Da würde ich sagen, die haben erstmal festgestellt, dass das, was diese Angeklagten im Wege des Drug-Checking, wie sie es organisiert haben, dass dieses Verhalten nicht strafbar war. Dass Drug-Checking insgesamt rechtmäßig war, diese Antwort kann man daraus nicht ziehen und man sieht es ja auch praktisch schon. Herr Harrach hat das ja geschildert. Drug-Checking setzt eben mehr voraus, als dass irgendjemand Betäubungsmittel entgegennimmt, um sie dann zur Kontrolle weiterzugeben. Das mag nicht strafbar sein und dafür gibt es dann auch keine Erlaubnis. Man braucht aber dann irgendjemanden, der am Ende die Drogen testet und der braucht eine Erlaubnis. Und wenn der keine Erlaubnis bekommt, und da sind wir dann beim Bundesinstitut für Arzneimittel, dann ist dieser Teil des Drug-Checking eben nicht mehr rechtmäßig. Womit hängt das zusammen? Das hängt damit zusammen, dass das Bundesinstitut für Arzneimittel darüber befindet, was rechtmäßig ist und was nicht rechtmäßig ist. Nochmal einen Schritt zurück. Über die letzten, gut, würde man sagen, 20 Jahre kann man Folgendes beobachten. Man kann beobachten, dass es gesundheitspolitisch sinnvolle Aktivitäten gibt und dass die auch immer mit dem Betäubungsmittelstrafrecht kollidieren. Ein Beispiel wurde schon genannt, das ist Spritzenaustausch und Spritzenvergabe. Und da wurde dann die Diskussion geführt, das ist gesundheitspolitisch ganz sinnvoll, aber vielleicht ist es ja ein Problem mit den Straftatbeständen. Und dann hat der Gesetzgeber, das ist die politische Initiative, hat das aufgelöst und hat tatsächlich irgendwo in diese unendlichen betäubungsmittelstrafrechtlichen Vorschriften hineingeschrieben, die Abgabe von sterilen Einmalspritzen an Betäubungsmittelabhängige sind kein Verschaffen und kein öffentliches Mitteilen einer Gelegenheit zum Verbrauch. Also Verschaffen und öffentliches Mitteilen einer Gelegenheit zum Verbrauch ist auch einer dieser, ich sag's mal, absurden Straftatbestände, die es gibt im Betäubungsmittelstrafrecht. Und da gab es eine Diskussion, ob nicht das gesundheitspolitisch vernünftige Herausgabe von Einmalspritzen eben doch so etwas Strafbares sei. So, als sich das Gesundheitspolitische durchgesetzt hat, hat man dann ins Gesetz reingeschrieben und klargestellt, also das ist dann nicht strafbar. Man kann aber gleich merken, im Übrigen ist das Verschaffen einer Gelegenheit zum Verbrauch immer noch strafbar. Gut, was ist damit klassisch gemeint? Der Dealer stellt sein Auto zur Verfügung und sagt, Spritze auf dem Rücksitz. Dann macht er sich auch noch deswegen strafbar. Gut, zweites Beispiel. Gesundheitsräume oder Fixerräume. Da gab es auch einen langwierigen Streit darüber, ob das nun auch das Verschaffen einer Gelegenheit zum Verbrauch sei. Und das liegt ja schon ein bisschen näher zu sagen, wenn man einen Raum zur Verfügung steht, da könnte das ja das Verschaffen einer Gelegenheit zum Verbrauch sein. Das
Gegenargument liegt auf der Hand, die Leute konsumieren sowieso. Das heißt, man verschafft ihnen nicht eine noch nicht bestehende Gelegenheit zum Verbrauch, sondern man verschafft ihnen bessere Bedingungen zum Verbrauch. So Oberstaatsanwalt Körner in einem umfangreichen Gutachten in Frankfurt. So, dann gab es die Situation, dass in einzelnen Regionen der Bundesrepublik sozusagen im Wege der Auslegung des Straftatbestandes man gesagt hat, Gesundheitsräume sind vernünftig und eigentlich nicht strafrechtlich relevant, so etwa zum Beispiel in Frankfurt. Aber das setzte eben voraus, dass die Staatsanwaltschaft zusammen mit der Polizei und mit der Stadt und mit dem Land Hessen sich darauf geeinigt hat, wir gehen mal davon aus, dass man sowas machen darf. Und diese nicht wirklich solide Grundlage, die hat dann dazu geführt, dass irgendwann der Gesetzgeber jetzt auch reingeschrieben hat, die Länder haben eine Erlaubnisgrundlage, Gesundheitsräume zu genehmigen. Dann kommen all die Voraussetzungen, unter denen man das machen darf. Und dann hat man ins Strafrecht reingeschrieben, wenn jemand so eine Genehmigung hat, einen Gesundheitsraum zu betreiben, dann macht er sich nicht strafbar wegen Verschaffen einer Gelegenheit für die Konsumenten. Also Sie sehen, einen eigentlich vernünftigen drogenpolitischen Zustand, nämlich risikofrei für die Leute, die es machen wollen, nämlich Gesundheitsräume betreiben wollen, Spritzen vergeben wollen und so weiter, den kriegt man eigentlich immer erst dann hin, wenn der Gesetzgeber das auch wirklich klarstellt. So, wie ist nun die Diskussion beim Drug-Checking? Beim Drug-Checking, wenn man mal anfängt mit den möglichen Erlaubnissen, da gibt es zwei Wege. Den einen Weg hat der Herr ja schon geschildert, muss ich nicht mehr darauf eingehen. Das ist die Möglichkeit, das über die Apotheker zu machen. Und der andere Weg wäre, dass man über den einzigen Erlaubnistatbestand für nicht geregelte Erlaubnisse, den es überhaupt gibt, einen Antrag stellt und sagt, das soll jetzt erlaubt werden. Und zwar, was sind die Kriterien, wissenschaftliches oder öffentliches Interesse? Dieser Weg, den kennen Sie alle. Das war der Weg, den die Stadt Frankfurt damals gewählt hat, um die Heroinvergabe in den Städten durchzubekommen. Und das ging deswegen ganz erfolgreich vom Berliner Verwaltungsgericht und am Ende ist nie darüber entschieden worden, weil die Politik dann die städtischen Heroinprojekte mitgemacht hat. Das ging deswegen ganz gut, weil wenn man gesagt hat, das ist ein wissenschaftliches Forschungsprojekt, dann hatte man auf einmal geballte Macht des Grundgesetzes im Rücken, nämlich Forschungsfreiheit. Und so haben wir damals im Verfahren vom Verwaltungsgericht Berlin für die Stadt Frankfurt gewonnen, in Anführungszeichen, weil die haben ja der Stadt Frankfurt nicht eine Erlaubnis gegeben, sondern die haben gesagt, die Entscheidung des Bundesinstituts für Arzneimittel war in ihren Grundlagen falsch, die müssen neu entscheiden. So, das hat dann jahrelang gedauert, da haben die nie neu entschieden, aber am Ende hat sich, wie gesagt, die Politik geändert. So, jetzt kann man natürlich andere Anträge stellen, auch an das Bundesinstitut für Arzneimittel und kann etwa sagen, aus vernünftigen gesundheitspolitischen Gründen, die muss ich nicht weiter ausführen, soll Drug-Checking in folgender Form genehmigt werden. Das liegt doch im öffentlichen Interesse. Ich weiß, kann man nachlesen in der Literatur, dass das zwei- oder dreimal schon versucht worden ist. Da haben die einfach gesagt, nein, diese Erlaubnis geben wir nicht. Und ich prognostiziere mal, dass man vor den Verwaltungsgerichten sich außerordentlich schwer tun wird, für unmöglich halte ich es nicht, eine Entscheidung zu bekommen, in der die Verwaltungsgerichte sagen, das Bundesinstitut für Arzneimittel hat Unrecht. Es hätte unbedingt diese Erlaubnis geben müssen. Meine Prognose ist, dass man bestenfalls eine Entscheidung der Verwaltungsgerichte bekommt, wo sie sagen, das Bundesinstitut für Arzneimittel hat falsch entschieden, das ist rechtlich nicht richtig, wie sie es begründet haben, die müssen nochmal neu drüber nachdenken. Klammer auf, der Grund, warum die falsch entscheiden, rechtlich falsch entscheiden, hängt häufig damit zusammen, dass nach meinem Eindruck die Juristen, die beim Bundesinstitut für Arzneimittel arbeiten, oder ich mache es mal vorsichtig, ja, jedenfalls die Juristen, die in dem Heroinverfahren dort die Sichtweise des Bundesinstituts für Arzneimittel vertreten haben, waren keine besonders guten Juristen. So, deswegen kann man da vielleicht gewinnen, ob man aber am Ende in der Sache wirklich gewinnt und Erlaubnis bekommt, ist nochmal eine ganz andere Frage. Was bedeutet das? Also welche Konsequenz würde ich daraus ziehen? Vielleicht kann man darüber nachdenken, ob man
nicht doch ein Drug-Checking-Programm detailliert entwickelt und dann versucht, dafür eine Erlaubnis vom Bundesinstitut zu bekommen. Entscheidend wäre aber wahrscheinlich nicht die Vision, dass man das am Ende erlaubt bekommt, sondern wäre eher so ein Verfahren zum politischen Vehikel dafür zu machen, dass man die Sache in die Diskussion bekommt. Also vielleicht wäre so ein Verfahren ja ein Mittel, eine Diskussion voranzutreiben. Das heißt im nächsten Schritt, dass letztendlich die Politik gefragt ist, nämlich eine Entscheidung darüber zu treffen, so wie wir das von der Spritzenvergabe und von den Gesundheitsräumen kennen, eine Entscheidung darüber zu treffen, dass das eine sinnvolle drogenpolitische oder noch präziser eine sinnvolle gesundheitspolitische Maßnahme im Rahmen des Betäubungsmittelrechts ist, so etwas zu tun. Jetzt gibt es ein Problem, und das ist ein Problem, das gab es im Jahr 1995, 96, 97, als dieses Strafverfahren in Berlin lief, gab es das noch nicht. Und das Problem besteht darin, dass im Zusammenhang mit der Erlaubnis für die Drogenkonsumräume oder die Fixerräume diese komplizierte Vorschrift geschaffen wurde, in der relativ präzise festgelegt ist, auf welcher Grundlage die Länder solche Erlaubnisse für Betreiber eines Konsumraums geben dürfen. Und dann hat man, das war im Jahr 2000, hat man in den Absatz 4 dieser Vorschrift, 10a Betäubungsmittelgesetz, ist das hineingeschrieben, dass diese Erlaubnis, den Drogenkonsumraum zu betreiben, jetzt zitiere ich mal, das dort tätige Personal nicht dazu berechtigt, Zitat, eine Substanzanalyse der mitgeführten Betäubungsmittel durchzuführen. Und dem ist ein Streit vorausgegangen, und das ist genau der Streit, um den es heute auch geht, ob es nicht gesundheitspolitisch, drogenpolitisch sinnvoll ist, wenn man so einen Drogenkonsumraum macht, in dem es ja der Sache nach schlicht um die Minimierung der Risiken des illegalen, überwiegend Heroinkonsums geht, ob man da nicht auch noch so etwas wie eine Gesundheitskontrolle macht. Also praktisch gesehen wäre es nicht sinnvoll, wenn da jemand sein Zeug reinbringt, dass man einfach mal testen kann, wie hoch der Wirkstoffanteil ist. Vielleicht weiß er das nicht genau. Oder ob da viel Dreck ist oder was auch immer. Und da gab es auch eine parlamentarische Initiative. Bündnis 90 und Grünen haben das damals versucht, in das Gesetz hineinzubekommen, schon das Drug-Checking damals, und haben versucht zu verhindern, dass diese Regelung in die Regelung über die Erlaubnis der Gesundheitsräume hineinkam. Und sie haben ersichtlich sich nicht durchsetzen können, sondern die Idee, die jetzt hier dahinter steckte, war, man erlaubt zwar den kranken, drogenabhängigen Heroinkonsumenten das Zeug in den Gesundheitsräumen zu konsumieren, wegen aller der Vorteile, die das hat, wegen Hygiene und so weiter und Notfallgeschichten. Aber auf gar keinen Fall dürfen dabei Bedingungen geschaffen werden, die in irgendeiner Form den Konsum begünstigen. Und offensichtlich haben die Parlamentarier damals im Jahr 2000 sich gedacht, allein schon die Tatsache, dass man Qualitätskontrollen etwa macht, des illegalen Stoffes, könnten mittelbar schon eine Begünstigung des Konsumenten darstellen. Deswegen darf das auf gar keinen Fall passieren. So, und damit steht man jetzt in der weiteren Diskussion vor dem Problem, dass man es nicht mehr nur zu tun hat mit einem Zustand, der ganz ungeregelt ist. Also Drug-Checking ist ja ganz ungeregelt und von dem man vielleicht sagen kann, dass der auch nicht strafbar ist, weil jedenfalls es Entscheidungen gibt, die sagen, sozusagen das Verbringen der Betäubungsmittel zur Analyse ist jedenfalls kein strafbarer Besitz, sondern man hat es jetzt zu tun mit einer gesetzlichen Regelung, die ziemlich ausdrücklich sagt, aber erstmal begrenzt auf die Konsumräume, Substanzanalyse, das soll nicht erlaubt sein. So, jetzt ist natürlich die Frage, welche Auswirkungen das hat auf Erlaubnisse, auf mögliche andere Erlaubnisse und möglicherweise auf die Strafbarkeit. Ich fange mal an mit möglichen anderen Erlaubnissen. Es spricht systematisch einiges dafür zu sagen, wenn den Betreibern von Drogenkonsumräumen
nach dem Gesetz keine Erlaubnis gegeben werden darf, Substanzanalysen zu machen, dann ist das ein Argument dagegen, dass anderen Menschen, die Substanzanalysen machen wollen, eine Erlaubnis gegeben werden kann. Das ist sonnenklar, dass das Bundesinstitut für Arzneimittel dieses Argument sofort ausgraben wird. Ob das zwingend ist, weiß ich nicht. Man wird ja sagen können, vielleicht gibt es andere Situationen als nun gerade in den Drogenkonsumräumen, vielleicht gibt es weitergehende Argumente und so weiter, aber erstmal prima facie spricht das dafür, dass man sagt, so wie das Gesetz systematisch organisiert ist, hat der Gesetzgeber ja klargestellt, Substanzanalyse soll nicht stattfinden. So, zweite Frage ist, wirkt sich das irgendwie doch vielleicht auf die strafrechtliche Interpretation aus? Also auf die Möglichkeit der Strafbarkeit aus? Ich befürchte, ja. Und zwar deswegen, weil jetzt auf einmal eine andere Strafvorschrift ins Visier kommt, nämlich diese Strafvorschrift, die unter Strafe stellt, dass man jemanden eine Gelegenheit zum unbefugten Verbrauch verschafft. Oder eine Möglichkeit verschafft oder wie auch immer die Formulierungen sind. Worum geht es in der Sache? Und wir haben diese Diskussion, Sie haben das schon angedeutet, die kann man so vorführen. Man kann das bei Körner nachlesen in seinem Kommentar, der übrigens für alle, die mal Betäubungsmittel rechtlich oder strafrechtlich Probleme haben, dieser Kommentar ist entsetzlich chaotisch organisiert, aber man findet mehr darin als in jedem anderen Kommentar. Und der schreibt also einzelne Staatsanwaltschaften, ich habe keine Ahnung, welche das sind, aber er scheint welche zu kennen, gehen davon aus, dass Drug-Checking Ziele auf die Anleitung, Beratung und praktische Unterstützung von Drogenkonsumenten und verschaffe deshalb den Verbrauchern und den Händlern eine Gelegenheit zum unbefugten Verbrauch und so weiter. Also da steckt zweierlei drin. Produktqualität könnte ja etwas sein, das haben Sie auch angesprochen, was ein Drogendealer für sich ausnutzen kann. So in der Sache halte ich das Argument deswegen für nicht besonders überzeugend, weil das mag sicherlich sein, dass auch auf einem illegalen Markt jemand sagen kann, hört mal, die Stoffe, die ich habe, die haben besonders gute Qualität und das ist vielleicht ein Verkaufsargument. Aber da wäre ich ganz auf der Seite von Herrn Harrach zu sagen, na umso besser. Also wenn schon auf dem illegalen Markt Sachen verkauft werden, dann doch bitte die, die gute Qualität haben. Und wenn diejenigen, die gute Qualität verkaufen, sich gegenüber denen einen Vorteil haben, die schlechte Qualität verkaufen, dann ist das eben ein guter Zustand, trotz aller Prohibition. Das andere ist, was jetzt hier mitspielt, die Überlegung, ob dann nicht doch man in diesen Bereich kommt, in diesen Strafwarenbereich der Förderung des unbefugten Gebrauchs der Konsumenten. Ich will Ihnen die sachlichen Argumente dagegen sprechen, muss ich gar nicht entwickeln. Die haben wir, glaube ich, ansatzweise auch alle schon bei dem gehört, was Herr Harrach gesagt hat. Aber das Problem ist natürlich, dass mit einer Vorschrift, die bezogen auf die Erlaubnis bei den Konsumräumen sagt, der Gesetzgeber ist der Meinung, Substanzanalysen sollen gerade deswegen nicht stattfinden, weil das irgendwie eine Förderung des unbefugten Verbrauchs sein könnte, man natürlich befürchten muss, dass Staatsanwaltschaften, wie Körner ja auch sagt, einzelne Staatsanwaltschaften, trotz der guten Argumente, die es dagegen gibt, dieses Argument aufgreifen. Also ich befürchte, da ist dann doch ein Strafbarkeitsrisiko und wie gesagt, wie solche Strafbarkeitsrisiken am Ende ausgehen, also ob sie sich verwirklichen oder nicht verwirklichen, da kann eben keiner eine verlässliche Auskunft drüber geben. Also ich fasse mal das zusammen und ich hatte Ihnen ja schon gesagt, das ist, ich weiß nicht, ob ich die Zeitvorgabe eingehalten habe mit der guten Nachricht, aber die schlechte Nachricht, die kann ich Ihnen wie folgt zusammenfassen. Die Chancen, eine Erlaubnis dafür zu bekommen, sind so lange schlecht, wie das Bundesinstitut für Arzneimittel nicht durch seine politische Aufsicht, und da sind wir dann beim Gesundheitsministerium, die Anweisung bekommen, so etwas zu erlauben. Also wir landen in der politischen Diskussion und bei der verwaltungsrechtlichen Streitigkeit bin ich außerordentlich skeptisch, ob man da sehr viel Erfolg haben kann. Das Strafbarkeitsrisiko derjenigen, die so etwas wie Drug-Checking organisieren wollen,
schätze ich für nicht besonders hoch ein, aber es ist wahrscheinlich höher, als es 1996 war, nämlich dadurch, dass wir diese neue Vorschrift haben, die, ich hatte das ja ausgeführt, die Substanzanalyse ein bisschen in die Ecke der verbotenen Unterstützung unbefugten Gebrauchs rückt. Und was bedeutet das am Ende? Das bedeutet am Ende, dass man wahrscheinlich vor allen Dingen versuchen sollte, Druck zu machen, Fantasien zu entwickeln, wie man einen politischen Weg dahin findet, dass Drug-Checking erlaubt wird. Und in dem Zusammenhang, und dann höre ich jetzt auch auf, in dem Zusammenhang sind natürlich die ausländischen Erfahrungen ganz besonders wichtig. Warum sind die besonders wichtig? Weil sie alle diese Vorteile, diese Mutmaßung, und Drug-Checking könnte ja nun dazu führen, dass alle Kinder auf einmal denken, Pillen sind toll, weil sie sauber sind, dass man die aus dem Weg räumen kann aufgrund praktischer Ergebnisse. Ich will das mal anders formulieren. Der Frankfurter Antrag auf Heroinvergabe und die Entscheidung der Regierung über das Bundesinstitut für Arzneimittel, den Städten die Heroinvergabe zu erlauben, wäre niemals, so meine sichere Einschätzung, zustande gekommen, wenn es nicht das Vorbild der Schweiz gegeben hätte. Und man immer hätte sagen können, guckt euch doch an, wie es in der Schweiz ist. Das ist ganz großartig. Das ist nämlich ganz großartig in seinen praktischen Auswirkungen, sodass das Einzige, was man dagegen überhaupt noch sagen kann, das ist ja das, was die CDU im Augenblick überwiegend wohl vertritt, und zwar vertritt, wenn sie in Berlin ist, aber nicht vertritt, wenn sie in den Städten ist, wo man die praktischen Auswirkungen sehen kann. Also Frankfurt ist seit 15 Jahren CDU und selbstverständlich ist die Oberbürgermeisterin überzeugt davon, dass das Heroinvergabeprogramm ganz großartig ist. Also da, wo man hinsieht, was wirklich passiert, sehen alle, dass das große Erfolge hat. Und da, wo es aber um Symbole geht, ich verkürze das mal, der Staat kann doch nicht wie ein Dealer auch noch den süchtigen Heroin zur Verfügung stellen. Also da, wo man ist, auf der Ebene des Bundestags, der Regierung, der Regierungsfraktionen, da sieht es möglicherweise anders aus. Und da sieht es eben deswegen anders aus, weil es da nicht um die pragmatische, praktische Lösung von gesundheitspolitischen Problemen geht, sondern um symbolische Politik geht, um die Frage, gewinne ich meine nächste Wahl besser damit, dass ich sage, der Staat soll kein Heroin abgeben, oder gewinne ich meine nächste Wahl dadurch, dass ich sage, es ist gesundheitspolitisch sinnvoll, wenn der Staat auch Heroin abgibt. Und genauso ähnlich dürften die Linien beim Drug-Checking verlaufen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Professor Nestler. Ich muss Ihnen ein ganz großes Kompliment machen, denn Ihre Sorge war vollkommen unbegründet. Ich glaube, Sie haben uns sehr anschaulich und sehr brillant durch das Dickicht juristischer und strafrechtlich relevanter Fragen und Aspekte geführt. Vielen Dank dafür. Gibt es Nachfragen? Wir werden ja über die, ja, ich sag mal, provokante These, will ich es mal zusammenfassen, provokante These, die Sie aufgestellt haben, wenn hier bestimmte Maßnahmen kreativ weiterentwickelt werden, würde das ja am Schluss bedeuten, dass Drug-Checking Einzug erhielte in die Angebote und Hilfen des Drogenhilfesystems. Darüber werden wir sicherlich dann auch in der Podiumsdiskussion weiter reden können, weil Sie haben ja zu Anfang schon gesagt, das Fragezeichen an Ihrem Beitrag muss so stehen bleiben. Ja. Also einen Satz noch. Ich habe am Ende mit dieser Kurve über die Schweiz eigentlich den Satz dann vergessen, den ich sagen wollte. Wenn Drug-Checking in Österreich funktioniert und das österreichische Betäubungsmittelstrafrecht und die österreichische Drogenpolitik und Ideologie ist ja praktisch genauso wie hier. Da gibt es keine großen Unterschiede. Offensichtlich gibt es beim Drug-Checking einen Unterschied. Und wenn man dann kommen kann und sagen kann, das funktioniert in Österreich, das ist gut, dann haben natürlich alle diejenigen, die hier der Meinung sind, dass man das nicht machen sollte, die haben ein riesiges Problem. Dann diskutiert man nämlich nicht mehr sozusagen über Drogenideologien und Prognosen, sondern man diskutiert über reale Zustände, die überprüfbar sind. Und wenn es dann noch, es gibt ja noch viele andere Länder, wo das auch gemacht wird und wo es offensichtlich ganz gut funktioniert, wenn man sich die auch noch angucken kann, hat man noch bessere Argumente. So. Aber
damit bin ich, habe ich meine Kompetenz eigentlich vollkommen verlassen. Meine Kompetenz soll ja eigentlich sein, dass ich Ihnen als Jurist berichte, wie das Betäubungsmittel rechtlich aussieht und keine politischen Prognosen anstelle. Aber ich rechtfertige dann trotzdem mal, warum ich das sage, denn das Problem ist, wenn Sie nicht sozusagen im Hardcore-Betäubungsmittelstrafrecht sind, sondern an diesen Schnittstellen sind zwischen Gesundheitspolitik und Strafrecht, dann geht es der Sache nach immer doch um drogenpolitische Argumente. Und ich schiebe mal noch ein Beispiel hinterher, an dem man das ganz wunderbar sehen kann. Das, was bei den Drogenkonsumräumen besteht, ist die Verletzung des hehresten Prinzips der deutschen Strafprozessordnung. Das ist eigentlich komplett rechtswidrig. So, warum ist das komplett rechtswidrig, was da passiert? Weil wir in Deutschland das Legalitätsprinzip haben, dass immer dann, wenn die Staatsanwaltschaft Verdacht hat, dass eine Straftat begangen wird, muss sie einschreiten. Das bedeutet für die Polizeibeamten, die im Auftrag der Staatsanwaltschaft tätig sind, dass die, wenn sie wissen, da ist ein Drogenkonsumraum und da kommt jemand, der sozusagen dem Bild des Straßenjunkies entspricht und der geht da in den Drogenkonsumraum und das Einzige, was er da will, ist ja nicht Kaffee trinken, sondern der Verdacht ist schon, manche trinken vielleicht auch nur Kaffee, aber der ausreichende Tatverdacht, dass der was besitzt und bei sich hat, der ist gegeben. Also müsste die Polizei immer einschreiten. Immer wenn jemand zur Tür reingeht, müsste sie einschreiten. So, und wie ist das Problem gelöst worden? Gegen die Prinzipien des deutschen Strafprozessrechts, gesundheitspolitisch richtig, pragmatisch vernünftig, nämlich die Polizei guckt, jedenfalls überwiegend, einfach weg. Ja, so. Und das zeigt, dass es bei diesen Schnittstellen, bei denen vernünftige Gesundheitspolitik und Betäubungsmittelrecht oder Betäubungsmittelstrafrecht aufeinanderstoßen, immer auch um eine politische Interpretation dessen geht, wie man Prohibition und vernünftige Gesundheitspolitik irgendwie zusammenbekommt. Ja, vielen Dank. Wenn es jetzt keine dringende Nachfrage, doch eine ist da. Bitte. Keine Nachfrage, sondern nur eine Anmerkung. Der Passus, geht das so? Ja, ja. Geht's. Passus, das Verschaffen wegen des Konsums einer illegalen Substanz, also Verschaffung zur Ausführung einer Straftat, das ist juristisch überhaupt sehr bedenklich. Ich erinnere, dass vorher 1970 eben der Geschlechtsverkehr vor der Ehe, die Taktik war keine Straftat, aber eine unerlaubte Handlung war. Wir hatten von 1970 einen Kuppeleiparagrafen. Und jetzt haben strikt darauf geachtet, dass nur Ehepaare ein gemeinsames Zimmer benutzen. So genau kommt mir dieser Paragraphen BTMG auch vor, das ist praktisch ein, ich sage das als ein Pardon zum Kuppeleiparagrafen, der mittlerweile seit 50 Jahren geschafft ist. Ich versuche gerade Ihre Analogie nachzuvollziehen. Vielleicht finden Sie eine kurze Antwort. Ja. Die Vorschrift ist systemwidrig, weil der Konsum als solcher ist nicht strafbar in Deutschland. So. Auf dem Weg zum Konsum macht man sich praktisch immer strafbar, Besitz, Erwerb und so weiter. Und jetzt kommt der Gesetzgeber an dieser Stelle und sagt, wer einem anderen zu etwas eigentlich Straflosem hilft, der macht sich dann selbst strafbar. Das geht eigentlich nicht, ne? So, das kennen wir übrigens aus der Suiziddebatte. Wenn ich jemandem nur helfe, einen Suizid zu begehen, mache ich mich nicht strafbar. Also schlimmste sozusagen Selbstschädigung, die es gibt. So, jetzt hat der Gesetzgeber das trotzdem da reingetan. Und hat damit letztendlich eigentlich offengelegt, worum es ihm geht. Es geht ihm nämlich ein an sich strafloses Verhalten, den Konsum mit allen Mitteln zu verhindern. Und das heißt, dass man selbst den Leuten, die sagen, du könntest dort und dort mal konsumieren, also eine kleine Hilfe sozusagen dazu gibt, das schon unter Strafe stellt. Aber das ist das Dilemma, was wir im Betäubungsmittelrecht haben, dass die Prohibition in der Weite ihrer Strafvorschriften eine Art Overkill veranstaltet. Und dieser Overkill, unglücklicherweise, kollidiert nun genau an dieser Stelle mit vernünftiger Gesundheitspolitik. Noch eine geschlossene Frage, mit der auch allein zu beantworten. Das ist gut. Das mache ich ungern. Des Autonomen-Infostandes, wie wir es hier im Eingang gesehen hatten, strafbar ja oder nein? Gibt es einen Ansatzpunkt für Staatsanwaltschaft da? Also wo der Konsument kommt, ein bisschen was abschabt,
Ja? In dem Moment, wo man schon drauf sagt, dass es ja vernichtet. Ja, ja. Das lässt sich nicht mit Ja oder Nein beantworten. Also weil der Charme an dem Modell ist, dass es ja nie zum Besitz von irgendetwas wirklich kommt. Ja? Also die Strafbarkeit ist damit ganz wunderbar ausgeschlossen. Aber ob nicht irgendein Staatsanwalt auf die Idee kommt und sagt, dadurch, dass hier Substanzanalyse vorgenommen wird, wird den Konsumenten eine Verbesserung, sag ich mal, der Gelegenheiten zum unbefugten Verbrauch geschaffen, weil sie nämlich das blöde Argument, was sie die ganze Zeit schon haben. Jetzt wissen sie, die Pille ist gut, die nehme ich, als ob sie sie sonst nicht nehmen würden. Ob, weiß ich nicht. Das ist eine Auslegungssache. So, ob eine praktische, vielleicht ein Satz noch dazu, das führt dann Neumanns praktisch rein, aber ich kenne die Berliner politischen Verhältnisse überhaupt nicht, ja, deswegen weiß ich nicht. In Frankfurt hat das eine Weile lang so ganz gut geklappt, dass sich Politik und Staatsanwaltschaft an einen Tisch gesetzt haben und einfach Entscheidungen getroffen haben, wie es da sein soll. Und wenn es so wäre, dass irgendwo die Staatsanwaltschaft sich mit der Politik an einen Tisch setzt und sagt, wenn die sowas machen, dann kümmern wir uns da nicht drum. Und das kann die Staatsanwaltschaft, die kann ja sozusagen von oben runter sagen und sagen, wir legen das so aus, dass das strafrechtlich irrelevant ist. Das wird sie nur dann machen, wenn die Politik auch sagt, wir wollen auch, dass das passiert. So, dann wäre die Sache klar. Sozusagen jenseits jeglicher Erlaubnis und jenseits jeglichen Gesetzes. Aber keine Ahnung, ob das in Berlin oder anderswo möglich ist, sowas hinzubekommen. Ja. Das funktioniert in Berlin. Bei den Fixerstunden war es so, haben alle an einem Tisch gesessen und es gibt eine entsprechende Verordnung. Gut. Aber das ist doch meine Frage, was sind die länderrechtlichen Spielräume, die da eigentlich? Weil da werden ja gerade bei der Ausgestaltung bei der Politik. Gibt es da irgendwelche oder nicht? Bezogen auf das Drug-Checking. Das ist ja nirgendwo geregelt. Das ist ja in diesem Zwischenbereich, ne? Da gibt es gar keine Regelung drüber. Und solange das ungeregelt ist, befinden wir uns in diesem Zwischenraum zwischen einer Erlaubnis, die es geben könnte, die aber nicht gegeben wird, und einer Strafbarkeit, die deren Risiko wahrscheinlich relativ gering ist. Aber das ist trotzdem gegeben. So, ich denke, jetzt haben wir genug Stoff gesammelt für die Pause, in der Sie dann weiter darüber diskutieren können, woran es eigentlich liegt, dass immer dann, wenn es um gesundheitspolitisch sinnvolle Ansätze geht, es immer kollidiert mit dem Betäubungsmittelstrafrecht. Wir sehen uns dann, ich würde mal sagen, um 16:45 hier wieder, damit wir mit dem Zeitplan noch so ein bisschen im Einklang bleiben.